Heute sind wir zu Besuch in Österreichs bislang einzigem von mehr als 100 FabLabs weltweit, dem Happy Lab in Wien. Hier können Entwickler, kreative Köpfe und Bastler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es wird gebastelt, geschraubt, gebohrt, gefräst und gedruckt. Neben mir steht jetzt einer der Geschäftsführer des Happy Labs, Karim Jaffamadar. Karim, was kann man denn bei euch im Happy Lab so alles machen? Das Happy Lab ist ein sogenanntes Fab Lab. Fab steht für Fabrication, also Dinge herstellen. Und wir haben eben verschiedenste Maschinen, mit denen man verschiedene Sachen machen kann. Alle diese Maschinen sind so im Rahmen der digitalen Produktion. Das heißt, man designt zuerst was im Computer und man kann es dann mit den Maschinen ganz einfach umsetzen. In diesem Sommer haben wir zwei neue Geräte angeschafft. Das ist ein neuer 3D-Drucker und eine größere CNC-Fräse. Wie funktioniert denn dieses Ausdrucken mit einem 3D-Drucker? Ja, also das Gerät, was wir da haben, das druckt mit einem Kunststoff, in unserem Fall ABS. Der wird geschmolzen bei 270 Grad und dann durch eine feine Düse ausgespritzt. Und das wird dann so Schicht für Schicht und Strich für Strich übereinander aufgetragen. Und deshalb, wenn man da drüber fährt, dann spürt man auch die feinen Striche und die feinen Strukturen, die da noch vorhanden sind. Eine Schicht hat 0,17 mm Höhe. Das heißt, diese feinen Layer werden übereinander aufgetragen, bis halt dann am Schluss so ein ganzes Modell herauskommt. Wir haben nun unseren Ausdruck aus dem 3D-Drucker entnommen und von der Grundplatte abgelöst. Herr Jaffamadar, was passiert jetzt? Ja, man sieht hier noch die Stützstrukturen, die aus diesem eigenen Material gedruckt wurden. Und das Ganze kommt jetzt in ein Laugenbad für ein paar Stunden und dann löst sich das auf und ich habe nur mehr das Teil, was ich gedruckt habe. Also hier bei uns im Happy Lab kann man nur mit dem Kunststoff drucken, mit ABS. Es gibt dann eine Reihe von anderen Druckverfahren, wo ich mit viel mehr verschiedenen Kunststoffen, auch mit Metallen drucken kann. Es gibt so zwei Komponenten Kunststoffe, die dann aushärten. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Und im Hobbybereich, da tut sich auch einiges. Da gibt es bis hin zum Drucker, der mit Schokolade oder Zucker druckt. Ja, bei der CNC-Fräse, wir haben da so eine 3-Achs-Portalfräse, habe ich jetzt das Gegenteil vom 3D-Druck. Also hier gehe ich von einem Material aus und fräse Teile weg. Das heißt, zuerst habe ich einen kompletten Block und dann kann ich mir da irgendwas ausschneiden. Entweder nur Umrisse ausschneiden oder auch ganze 3D-Oberflächen fräsen. Mit dem Lasercutter können verschiedenste Werkstoffe bearbeitet werden. So ist es zum Beispiel möglich, ein Logo auf Materialien wie Plastik oder Holz zu lasern. Interessierte Kinder wie auch Erwachsene können sich jederzeit zu einem der zahlreichen Workshops anmelden. Wer das Happy Lab dauerhaft nutzen möchte, kann ab einem monatlichen Beitrag von lediglich 3 Euro Mitglied werden. Die Absolvierung eines Crashkurses ist Voraussetzung zur Bedienung der Maschinen. Verbrauchsmaterial ist selbst mitzubringen oder kann auch vor Ort sowie im Happy Lab Onlineshop erworben werden. Weitere Informationen zum Happy Lab sowie diverse Abo-Modelle finden Sie unter www.happylab.at.